Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist mal wieder Rumble-Zeit. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir gehen jetzt hier direkt rein und schauen mal, was ist da aktuell so am Start. Wir kämpfen mit unserer ersten Gilde gegen... Wer ist der Gegner? Wer ist der Gegner? The Devil Hands. Devil Hands. So 52 Minuten noch zu spielen. So. Dann sind wir mit diesem Match durch. Man kann ganz deutlich erkennen, dass wir das wohl ganz gut gewinnen werden. So, jetzt gegen die Stuffs. Louise. Ja, Fieberträume. Und dann sind wir hier eigentlich in der Regel auch schon durch. Da sollte nicht mehr viel schief gehen. Wir haben jetzt hier noch die Pawtucket Patriot Ale. Und dann haben wir das geschafft. Slewback noch hier. Ja, das war's. Gegen die Stuffs. 55 Punkte. 100! Eine glatte 100. Ich muss mal gucken, dass ich das ein bisschen weiter nach unten mache. So. Sieht man das wenigstens auch noch. Okay. Also, nächstes Match. So, wer ist der nächste Gegner? Mr. Zack ist der nächste Gegner. Mr. Zack. Hier haben wir One Man Musical, Electric Love. Ja, ich habe leider momentan nicht genug, um alles zu erforschen. 36, hier hätten wir 39. 39, 36, 39. Mr. Zack hat 89 Leben, hat hier einen 14er Roger. Wobei, ich habe halt in letzter Zeit echt schon viel erlebt, ne? Komm, wir fangen mit dem One-Man-Musical. Wollen wir mit dem One-Man-Musical anfangen? Komm, wir fangen mit dem One-Man-Musical an. Ah! Hätte ich das bloß gewusst, ey. Na, noch kann ich es ja so rumretten, ne? Dann machen wir es doch so und machen wir hier gleich den First Hit. Fertig. Jo, warum nicht? Lass es uns so einfach so beenden. So, dann machen wir hier noch, ja, jetzt habe ich natürlich echt viel zur Auswahl, ne? Und wir machen hier noch den K-Pop Peter und danach noch rechts den Bender mit Fahrt School Jimmy Jr. Und dann kommt nochmal Punch mit nach vorne. Warum mache ich das? Wir haben hier 41, wir haben inzwischen 50, 60, wir haben 80 Schaden jetzt nach vorne. Und der kommt dann noch mit einem Rusty. Das Ding ist gelaufen, das war's. Also glatte 100. Match Nummer 2. Leider habe ich nicht mehr genug Forschungsbeschleuniger, um da die letzten einzelnen Kombos dann noch zu erforschen. Aber ist mir egal aktuell, weil wenn ich die eine nicht... Also ihr sollt das nicht nachmachen. Ja. Also normalerweise sollten alle Sachen erforscht sein, definitiv. Aber es ist teilweise so stark, dass ich mir an der Stelle denke, okay, wenn da jetzt ein oder zwei Kombos noch nicht erforscht sind, dann hole ich die trotzdem rein. So, dann haben wir jetzt hier den betrunkenen Zoidberg. Roger Sexy Shorts. Ist zum Beispiel, jetzt hat jetzt noch nicht mal was da damit zu tun, dass sie nicht erforscht wäre, sondern da gibt es halt einfach dann keine Kombo. So, ne? Also hier Eugene Belcher. Jetzt können wir wieder One-Man-Musical noch hinterherjagen. Schlimme Tina kriegt hier die ganze Zeit Schaden. Wird immer noch drauf gepuncht. 95. So, schnell mal einen Schluck vom Kaffee trinken. So. Dann haben wir hier, wir haben die 40k mal endlich wieder geknackt. Yippie-yay.
So, Penn Star. Cognac Bender ist eine Möglichkeit. Tropical Drinks. Chef Cat Binge ist natürlich auch mega übel. Arbeiterin Tina ist geil. Bei den ganzen Optionen, die ich jetzt hier tatsächlich habe, ne, macht es wahrscheinlich Sinn, hier erstmal mit der Tina anzufangen. Dann gucken wir mal, was passiert. Der kommt jetzt mit einer Mrs. Labons. Mrs. Labons. So, Mrs. Labons werde ich jetzt erstmal hier runterkrippeln. Ich kann mit einem Stoß durch die Mauer, komme ich durch. Kribbel bei dem alles runter. Spiele jetzt hier als nächstes die Mind Jalap. Und ja, jetzt habe ich hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kommt er mit einer Stuffing Academy, was mir persönlich überhaupt nicht in den Kram reinpasst. Aber das macht nichts. Ich werde jetzt hier erstmal den Peter spielen. Und mein nächster Zug ist geplant als Bender. Mit dem Cognac Bender. Wir haben hier Bodyguard nach rechts und links. Wir haben den Push nach rechts und wir haben Cripple 22, also Layman 22. Das bedeutet, dass ich hier erstmal ganz gut schütze. Und jetzt haben wir das Ding gewonnen. Home Ec Teacher natürlich auch wieder so eine absolute OP-Kombo. 84 Punkte sind noch bei rausgekommen. So, 6 Matches noch zu spielen. Schauen wir mal. Da ist der nächste Gegner. Nach Tuiltje. Dinner, Wine, Bob, Beer, Funnel, Peter. So, die einzigen Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Dinner, Wine, Bob ist eigentlich ziemlich crazy. Bierfunnel Peter eigentlich auch. Ich fange jetzt einfach mal mit Begrüßungsmojitos an. Vielleicht kommt jetzt sogar noch die Louise oder so. Nee, kommt nicht. Macht jetzt auch nichts. Wir spielen jetzt einfach Dinner Wine Bob. Und das ist eine Karte, mit der kriegst du echt verdammt viel klein. Da, bam. Und schon ist er weg. So, Cupido Bobby ist natürlich auch eine gute Wahl. Habe ich sonst noch irgendwas? Rotkäppchen Steve. Stewie ist nicht so toll. Das ist auch nicht so toll. Das geht gar nicht. Also gehen wir zum Cupido Bobby über. Hier haben wir noch Fahrtschool Jimmy Junior. Der ist natürlich mit dem Bob auch ziemlich cool. Macht aber nichts. Da vorne, der Bob ist auch gut eingesetzt, muss man sagen. Ja, jetzt natürlich die große Frage, ne? Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Ich werde jetzt hier im Music Video Stewie spielen, um einfach mal hier dieses Feld frei zu bekommen. Dream Millionär, komm, Dream Millionär, können wir noch ein bisschen eventuell heilen. Ja. Und dann der Dinner Wine Bob müsste ja so durch den Blutsauger sowieso auch nochmal ein bisschen was bekommen. Und dann müssten wir nochmal auf eine glatte 100 gekommen sein. Jawohl. Das hat wunderbar geklappt. Perfekt. Eine 100 noch rausgeholt aus diesem Match. Nochmal gerade so die Kurve gekriegt, ne? So, 5 Matches sind noch offen. 40. Wir haben fast. Wow. Auf jeden Fall ziemlich stark in diesem Match dominiert. So, Fair 1, 2, 3, 7, 7, 7 ist der nächste Gegner. Wir haben jetzt hier den Yachtclub oder wir könnten More Forever spielen. Rod Rodriguez to Real würde 39 Schaden machen. Der hat hier oben einen 12er. Stan mit Dreier Faustschlag. Keine defensiven Mittel. Bedeutet eigentlich, 39 könnte schon fast reichen. Wir haben einmal einen Bobby, da sind wir schon an dem Punkt. Den Bobby kann ich jetzt hier einfach wegpunchen. Auch die Tom Landry Middle School hat keine Chance, hier irgendwas dagegen auszurichten. Jetzt komme ich noch im Kleiderschrank. Jetzt haben wir bereits 45 Angriff vorne. Ja, den Fingergun Gale reicht auch wieder nicht für ihn, daran irgendwas zu ändern. Jetzt käme die Fahrt School Jimmy Junior. Aber auch die hat jetzt tatsächlich nur 47 Leben. Gut, das würde jetzt hier an der Stelle reichen, aber das ist jetzt ein bisschen zu spät, wie ihr sehen könnt.
sind wir jetzt an der Stelle. Ich kann jetzt hier 36 Schaden machen und dann ist das Match beendet. Mit der Workerin Tina sind wir fertig. Habt ihr gesehen da oben, die Karte hat jetzt noch 2 Leben gehabt, da hat es jetzt nicht mehr ganz gereicht. Der Stan ist... Ja. So, jetzt haben wir hier noch... Was haben wir denn hier? My Elbow ist der nächste Gegner. My Elbow. Und da schauen wir mal. Eine Tina, die crippled. Das heißt auch hier wieder mit 35 Schaden. Hier hätten wir 39 Schaden. Oder One Man Musical. Beides geil. Je nachdem, wenn ich den First Hit schaffen kann. Ach, das ist ja... Okay. Der fing jetzt an hier mit sowas da. Bringt ihm natürlich nicht wirklich viel. Ne? Hier haben wir den Stewie. Hier hätten wir Party Beer Implant. Tequila Roger. Ich will jetzt einfach mal hier mit dem Eugene Belcher von der Seite pushen. Das sind doch alles... Also Drunken Clam, Hank Hill... Alles nur Low-Level-Karten und, also nicht Low-Level-Karten, kann man so nicht sagen. Die Karten sind ja schon gut, aber in der Defensive Low-Life-Karten. Das ist die bessere Bezeichnung. 100. Und wenn du mir mit Low-Life-Karten kommst, dann schaffe ich in der Regel eine 100. So, also immer schön aufs Deck achten, was da drin ist. Hier kann man sehen, da klickt man rechts drauf. Auswahl Verteidigungsdeck, ganz, ganz wichtig. Immer mal reinschauen, was für ein Deck ist da momentan drin. Und dementsprechend sein Deck aufbauen. Jetzt habe ich natürlich den Bob gleich am Anfang mit der Fahrtschool Jimmy Jr. Und der hier hat... Also wir schauen uns das mal an. Schild für King of the Hill Karten. Heilen für King of the Hill Karten. Das hier ist nicht King of the Hill. Das ist Bob's Burgers. Und das bedeutet, wir kommen hier auf jeden Fall durch. Hip-Hop Bob wird den Angriff schaffen. Dann haben wir jetzt nochmal einen Push von der Seite mit der Haley. Jetzt sind wir schon in so einem hohen Bereich, dass jetzt schon gar nichts mehr schief gehen kann. Jetzt kommt noch Rooftop Drunk. Und das Ding ist mit einer glatten 100 geschafft. So. Wie viele Matches habe ich denn jetzt noch? Ja, es sieht so einfach aus. Haben wir auch schon... wir haben auch schon von Leuten gehört, die, ich ziehe einfach alle Karten mit der Reihe nach rein und die sich mit sowas gar nicht da beschäftigen, aber alles spielt hier eine Rolle, wirklich jeder Effekt. Wenn du auf jeden Fall weiter vorne mitmachen willst, musst du auch an alles denken. Du hast jetzt hier, der hat jetzt auch wieder einen Bänder, der hat hier ein Zweier-Schild für Futurama-Karten. Gucken wir mal, mit was er kommt. So, betrunken im Clam. More Forever. Ich will jetzt wieder so ein bisschen mehr zurückgehen dazu, dass ich in den Matches auch ein bisschen was erkläre. Hier, Chef. Also aktuell tatsächlich für mich hier die beste Möglichkeit, die ich hier rausholen kann, ist hier entweder betrunken im Clam oder Chef Get Binged. Das heißt, ich werde jetzt die Snoopack als allererstes spielen. Dann schauen wir mal, mit was er kommt. Er kommt mit Shoplift Addict. Shoplifted Diktatier, Buddy, Hijack 6 ist natürlich relativ schwach, sage ich mal. Die Karte Shoplifted Dikt ist auch noch eine Pre-Combo. Bedeutet, ich kann jetzt hier mal ganz locker mit der betrunkenen Clam anfangen. Dann hat die sowieso schon mal gleich mehr Leben. Die kann sich jetzt ein bisschen hochpushen hier. Dann spielen wir als nächstes den Kleiderschrank. Nachdem er dann zum Devil Bobby wird, wird er sich selbst auch immer wieder hochheilen.
So, jetzt haben wir als letztes noch die Möglichkeit, hier das One-Man-Musical ins Spiel zu bringen. Wenn das überhaupt noch dazu kommt. Inzwischen hat die betrunkenen Clam vorne 48 Angriff. One-Man-Musical noch mit rein. Inbred hat jetzt nicht ganz für eine 100 gereicht, sind 96 Punkte geworden. Ist trotzdem, sage ich mal, okay. 4 Punkte verloren. Jo. Gucken wir mal, noch ein Match ist offen. Katie W58. Nur ein Achter, Sepp Brannigan, keine defensiven Mittel. Das heißt also, wenn ich hier mit 50 Angriff komme, dann müsste da schon eine Mythic Louise an den Start gehen, um mich davon abzuhalten, hier eine glatte 100 rauszuholen. Gut, kann natürlich durch den Punch, aber meine Tina heilt das ja. Also normalerweise sollte da jetzt nichts passieren. Chef Cat Munchies, Chef Cat Munchies, Chef Cat Munchies, Chef Cat Munchies. Komm, wir spielen jetzt einfach erstmal die Louise noch da hinten, dann können wir da auch nochmal mit der Mindschale, brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ist eigentlich scheißegal, haben wir auch so glatte 100. Ja. Also kannst du im Vorfeld schon ein Stück weit abchecken, was eventuell passieren könnte in dem Match. Es gibt immer wieder Überraschungen, definitiv, ja, dass einer mit einem Low-Life-Character oder Low-Level-Character ankommt und hat dann da ein absolutes OP-Power-Whale-Deck. Hier aktuell bei den 33 gekämpft. Stärkste hat 974 Punkte gegen uns geholt. Wir schauen jetzt mal hier rein. Wie sieht's da aus? Cuddly! Wieder mal mit einer sensationellen 1000. Manu Baja 995, Tipico Lada 993, Bounty 992, Junkhead 986, Tim May aus Gilde 2 hochgekommen, 985, Chris 88, 984, Robert 983, Abdem 982, Zardos 979, Lord Ado 977, Steitronic 976, Spider 976, 975 und gerade mal auf Platz 14. Verdammt. Aber gut. Krankus 972, Oliver 990, Gamer Guy 977, Kings 964, Der Pate 964, Der Brownie Nerv 961, Tularis 958, Eat Fresh Food 955, Homer J 953, Ansgar 951, 947, Topdas 941, Thomas Cookie 936, Sonja 900, El Mosquito 890, Teklis 890, Benita 878, Jesse 876, Alessio 867, Gecko 866, Tromi 861, Michael 858, Dennis 852, Henny 839, Manuel K 836, Voss 831, Ulrike 793, Sith Lord 788, Sean G 774, Tatiana 607 und Exame 401. 45 aktive, 34 Minuten sind noch zu spielen, schauen wir mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.